Hey Leute, aufgrund einer privaten Diskussion über diese Mundschutzdinger, mit denen ja aktuell halb Deutschland rumrennt und die ja auch wirklich nützlich sind, habe ich mir die Frage gestellt, ist es wirklich so schwierig zurzeit, an vernünftigen Mundschutz zu einem vernünftigen Preis zu kommen? In Deutschland selber werden erst seit kürzester Zeit Mundschutzmasken von nationalen Unternehmen hergestellt und wenn Masken im Ausland bestellt werden, verschwinden sie halt schnell mal irgendwo in Kenia am Flughafen. 20,09 € auf Amazon. Digga. Obwohl, gut, das sind 10 Stück. Lieferung 14. bis 25. Mai. Eieiei. Naja gut, zurück zum Thema. In fast allen Apotheken war jegliche Form von Mundschutz restlos ausverkauft oder die hatten halt keine Produkte, die sie anbieten konnten. Gestern habe ich allerdings in einer Apotheke die FFP3-Maske gesehen, allerdings für 25 €. Als mir vor 2 Wochen die Idee gekommen ist, dieses Video zu drehen, habe ich natürlich auch auf Amazon recherchiert. Da war alles ausverkauft oder halt erst in einem Monat lieferbar und natürlich auch zu sehr, sehr hohen Preisen. Und dann habe ich irgendwie mal gedacht, guckst du mal auf Wish nach? Und da bin ich tatsächlich fündig geworden und das schauen wir uns jetzt mal an. So Leute, was geht ab? Ihr habt es ja gerade schon gehört. Ich war fleißig auf Wish aktiv und habe dort alle Masken gekauft, die halt innerhalb der nächsten Woche, also ich habe vor 1,5 Wochen bestellt und alles, was halt innerhalb einer Woche geliefert werden kann, entweder mit Expressversand oder sogar ein Paket habe ich gefunden, das mit Standardversand versendet wurde, was auch wirklich extrem schnell ankam. Keine Ahnung warum, das ist irgendwie so ein neues System da. Es war trotzdem schon ziemlich teuer, alles in allem für so Masken, muss man sagen, aber gut, habe ich auch mit gerechnet. Hier kostet zum Beispiel eine Maske 90 Cent, ich habe 5 genommen für 15,30 €, halt mit Expressversand, dann innerhalb der nächsten Woche eigentlich. Oh, jetzt hat sich das noch ein bisschen rausgezögert. Bei mir ging es schneller, aber vielleicht kommt das hier auch schneller an. Ich weiß nicht, warum ich nicht direkt 10 ausgewählt habe. Keine Ahnung, ein bisschen dumm. Aber zu den Masken erzähle ich euch später noch mehr. Dann habe ich hiervon 10 Stück gekauft. In Blau für 14,40 €. Genau, die habe ich auch bestellt. Plus hier den Expressversand. Ach, den habe ich eben gar nicht mit einberechnet. Das heißt, wir waren eben auch nochmal Expressversand 10 €. Also es ist schon, ja, man muss schon mit 25 € rechnen irgendwie pro Produkt. Und das hier sind ja wirklich nur diese ganz einfachen Masken, ja. Ich habe aber auch natürlich diese FFP2 bzw. FFP3 Maske bestellt. Ist ja eigentlich beides das gleiche. Also das ist ja wohl die Maske, die wirklich den besten Schutz hat. Da habe ich ein Piece bestellt. Kann man auch nur, ja, für 9 € Expressversand und 11,40 € das Produkt. Also insgesamt auch nochmal 20 € für eine Maske. Oh Mann. Und Leute, die sollte bis zum 4. April kommen. Sie ist immer noch nicht da. Ja, ich blende euch hier super gerne die Bestellbestätigung ein oder wo das auch steht. Sie ist noch nicht da. Das ist ein bisschen schade, sonst würde ich euch die natürlich auch direkt zeigen. Kurze Kommentarfrage an euch, und zwar habe ich ja diese KN95 Masken bestellt. Hier wird mir jetzt gezeigt N95, die sehen ja so ein bisschen ähnlich aus, bis auf diesen Filter hier. Kann man die gleichsetzen auf eine Stufe mit diesen FFP3 Masken? Ich weiß es nicht, schreibt es sehr gerne in die Kommentare. Dann würde ich davon später auf jeden Fall nochmal einige nachbestellen, weil die kamen wirklich gut an, schnell. Genau, und diese hier habe ich noch mit Standardversand bestellt, die kamen echt richtig schnell an, ich weiß nicht warum. Aber hier für euch vielleicht 10 €, 17 € insgesamt für 10 Masken. Kann man nicht meckern oder so. Ja, gut, eigentlich schon, aber an die aktuelle Situation angepasst nicht unbedingt. Jetzt packen wir die erstmal aus und vielleicht bringe ich dann später noch ein paar Leuten eine Maske vorbei. Schauen wir mal. Viel Spaß. So Leute, dann würde ich sagen, machen wir uns mal an die... Warte, ich mache mir kurz noch die Haare, ja? Was? Ja, sorry, ich weiß, die kann man nicht machen, aber... Bisschen nur. So Leute, dann würde ich mal sagen, machen wir uns ans Auspacken. Ich bin mal gespannt, ob das von der Qualität her vernünftig ist. Also ich gehe zwar davon aus, aber man kann ja nie wissen, ist ja immerhin von Wish. Auch wenn ich diesmal sagen muss, 2 Pakete sind mit FedEx geliefert worden, also weil ich halt Expressversand gewählt habe. Die kamen aus China, das konnte ich ja zurückverfolgen, halt irgendwie innerhalb von 4 Werktage oder so waren die da. Und dann haben wir ja noch dieses eine andere Paket, was mit Standardversand so gekommen ist. So sieht das dann zum Beispiel aus. FedEx Express. Das Logo kennt man ja, ne? Das ist ja irgendwie an jedem Flughafen überall. Weißt du, was das Interessante ist an FedEx-Logo? Ja, hier in der Fall. Richtig! Ja, ich weiß. Das weiß man. Also, das wurde doch ausgezeichnet zum besten Logo der Welt oder so, ne? Wegen diesem Pfeil, oder? Das habe ich nämlich auch irgendwo gelesen. Gut, während ich das jetzt aufmache, wollte ich noch ganz kurz was sagen. Und zwar,
Und zwar bin ich auf diese ganze Idee gekommen, weil mein Papa, der arbeitet, ich will jetzt nicht genau sagen, was er macht, aber in so einer sozialen Einrichtung. Und da haben, also diese sozialen Einrichtungen, die müssen ja weiterhin am Laufen bleiben, weil sich da um Menschen gekümmert wird. Ja, die haben Pfleger, ist eigentlich wie ein Altenheim, so kann man sagen. Und wenn irgendein Corona-Fall da auftritt, dann haben die natürlich ein Riesenproblem, weil es muss sich ja irgendwie um diese Menschen gekümmert werden. Und für diese soziale Einrichtung, es gab einfach keine Masken, die sind nicht an Masken gekommen. Und das ist auch anscheinend, wie ich jetzt gerade auch bei Instagram gelesen habe, weil mir sehr viele von euch geschrieben haben auf meine Story, dass es bei extrem vielen Einrichtungen so ist, dass einfach die Masken fehlen. Also da sind jeden Tag ganz viele Menschen auf dem Haufen, die sich um irgendwen kümmern und haben halt keinen Zugang zu diesen Masken, was natürlich sehr schade ist, weswegen ich auch die ganzen Masken natürlich nicht selber behalten werde, sondern weitergeben werde, zum einen an die Einrichtung von meinem Papa, aber auch an irgendwas anderes, weil das sind ja einige hier. Gut, genug gelabert, bin ich mal gespannt. Zack, 1, 2. Sind das unterschiedliche? Hier handelt es sich um die, hier steht's ja, SKN95 Masken. Keine Ahnung, was das bedeutet. Warum diese hier jetzt anders verpackt ist als die anderen beiden, weiß ich gar nicht. Mich wundert es nur, habe ich da wirklich nur 3 bestellt? 2 Pieces. Ach so, 2 Stück drin. Ja gut, dann sind das insgesamt schon mal 5. Und hier ist, ach so, ja, okay. Gut, ich habe 5 anscheinend bestellt. Schätzt mal, wie viel ich bezahlt habe. 30 Euro? Nee, 18 Euro. Und dann noch 10 Euro Versand. Also es ist schon echt krass teuer. Ich mache mal diese einzelne hier vorsichtig auf. Die anderen will ich natürlich am besten eingepackt lassen. So. Ich habe meine Hände auch gerade nochmal gewaschen und so. Zack. Ja gut, also die sieht auf jeden Fall schon mal... Soll ich die jetzt aufsetzen? Eine kann ich ja auch selber behalten, ne? Ich hatte noch nie so eine Maske auf. Ist das richtig rum? Ja, ne? Kannst du dich noch an Dead Adam bei den Videodays erinnern? Ja. Vielleicht haben die noch welche. Wenn ich puste, kitzelt das voll in meinen Augen. Naja, also ist auf jeden Fall von der Qualität her absolut in Ordnung. Deutlich besser als diese Masken, mit denen die Menschen draußen rumrennen. Ja, das sind ja einfach so ganz stumpfe... Also man braucht ja eigentlich diesen Sicherheitsstandard FFP3, ne? Für sowas. Naja, gut. Genug gelabert. Hier haben wir halt schon mal 5. Da freue ich mich drüber. Kommen wir zum nächsten Paket. Die sind, glaube ich, am Samstag hier eingetroffen, sogar per Standardversand. Ich habe euch das ja eben schon am PC gezeigt, wie viel ich da bezahlt habe. So. Ich weiß jetzt nicht, ob das so gut ist, halt, was so Bakterien und so angeht. Da war das hier auf jeden Fall deutlich besser verpackt. Aber machen wir das auch mal vorsichtig raus. Also hier haben wir jetzt insgesamt, glaube ich, 10 oder 15 Stück. 1, 2, 3, 4, 9, 10. Ja, 10 Stück. Das sind ja die Dinger, die kennt man auch, ne? Die haben ja sehr, sehr viele auf, würde ich mal sagen. Aber es ist ja besser als gar nichts, ne? Auch wenn die natürlich von der Qualität und der Verpackung nicht so gut sind wie die hier. Anscheinend konnte man da irgendwie drankommen in Deutschland, weil ich halt schon sehr, sehr viele Leute damit rumlaufen gesehen habe. Dann schauen wir uns mal das nächste Paket an. Das ist auch von FedEx. Ist heute Morgen hier eingetroffen, habe ich natürlich auch Expressversand gewählt. Muss ich gleich mal schauen. Ich habe euch wahrscheinlich eben schon gezeigt, wie viel ich dafür bezahlt habe. Also es ist... Man muss sagen, es ist alles andere als günstig. Sind das alles unterschiedliche? Ja. Willst auch eine? Mhm. Brauchst, hast du eine? Mhm. Willst keine? Ey, wann bin ich mir einen Schal um, wenn es so weit sein wird? So. Aha! Guck mal, die sind wenigstens gut eingepackt. Und von der gleichen Marke. Guck mal, hier. Also, die kommen auch aus China. Wie gesagt, mit Expressversand. Ist das exakt die gleiche? Nee, das sind andere. Hier habe ich jetzt auch wieder 10 Stück bestellt. Müssen wir gleich mal schauen, welche besser sind. Entweder die oder die hier. Für insgesamt, Moment, 15 Euro plus 8 Euro Expressversand. Also insgesamt 23 Euro für 10 Masken. Zack. Ja gut, da tut sich überhaupt nichts. Ich würde mal sagen, vom Typ her ist das eigentlich das gleiche, nur dass hier die Farbe halt blau ist. Und da nicht, ne? Ich habe euch ja eben schon gezeigt, ich habe ja auch die FFP3-Maske bestellt, das war die teuerste. Ich würde nochmal ganz kurz zum Briefkasten rennen, vielleicht ist die ja jetzt angekommen, weil die hätte eigentlich schon am 4. April ankommen müssen. Das stimmt eigentlich auch sonst immer. Kleinen Moment. Nein. Nächster. Aber ich habe mir das schon gedacht, weil heute ist der 7., oder? Oder 6.? Die kommt bestimmt noch an, die Frage ist nur wann. Der Sinn ist ja eigentlich, euch zu zeigen, okay, was könnte man bestellen, wenn man das jetzt wirklich benötigt, was halt möglichst schnell ankommt. Aber mit bisher ist ja die beste. Ja, die hier finde ich auch am besten, nur diese FFP3-Dinger sind halt wahrscheinlich noch besser. Ist ein bisschen schade, weil die hätte ich sehr gern gehabt. Und das hier müsste man auch noch machen. Ah, guck mal, jetzt sind hier sogar blaue Masken drin. Keine Ahnung wieso. Also das hier sind jetzt nochmal 10, das heißt wir haben jetzt insgesamt 10, 20, 30, 35,
Dann fehlt noch die FFP3-Maske, die ja auch noch kommt. Ich habe eben auf Instagram dieses Video gepostet. Richtig, was ich fragen wollte, und zwar habe ich hier ganz viele Mundschutzmasken rumliegen. Video dazu kommt heute später. Habt ihr eine Idee, wem ich die spenden sollte? Also einen Abnehmer habe ich auf jeden Fall schon. Und da haben sich echt schon sehr, sehr viele drauf gemeldet mit sehr bewegenden Stories, die dann halt beschreiben, wie schwer es gerade ist, so eine Maske zu bekommen. Ich will das jetzt nicht genau hier einblenden, aber das... Also ich habe jetzt mehrere Nachrichten bekommen, dass die halt eine Krankheit haben oder so und selber nicht an eine Maske kommen, und wenn, dann kostet die halt irgendwie 40 Euro. Ich habe natürlich jetzt auch hier nur 35. Ich würde euch jetzt gleich gerne noch zeigen, dass ich nochmal die einen hier, die am besten sind, ich glaube diese hier, einfach nochmal zweimal bestelle und die dann sozusagen den Leuten, die die benötigen, ein paar nehme ich wie gesagt auch für meinen Papa damit, zur Verfügung stellen könnte oder so. Ich meine, wenn man jetzt einmal mit Wish was Gutes machen kann, dann bin ich natürlich der richtige Ansprechpartner dafür. Genau, also wenn ihr da irgendeinen Abnehmer hier in Köln noch habt, dann schreibt mir gerne bei Instagram. Sonst entscheide ich das einfach selber. Vielleicht nehme ich das auch noch mit hier in dieses Video, ich weiß es nicht genau. Für euch ist ja vielleicht auch ganz gut zu wissen, dass man da noch Masken bekommt innerhalb von 4 Tagen. Zwar mit Expressversand dann nochmal 8 Euro obendrauf oder so, aber es ist möglich. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst mir sehr gerne einen Daumen nach oben da. Und was ich auch noch auf jeden Fall machen kann, die Einnahmen, die ich mit diesem Video erziele, dass ich davon noch mehrere Masken kaufe. Das wäre ja auch cool. Da bin ich auf jeden Fall bereit zu. Danke fürs Zuschauen. Abonniert den Kanal, Instagram AlexV. Und wir sehen uns übermorgen wahrscheinlich wieder. Gibt es ein neues Video. Haut rein. Ciao. So, okay. Ich habe jetzt nochmal, ganz wichtig, das war nur 3 Euro Unterschied, 10 von den KN95 Masken bestellt. Oder vielleicht bestelle ich die sogar zweimal. Das heißt, weil das waren eigentlich die besten. Hier, Expressversand. Ich habe jetzt hier 18 Masken drin. Und die bringen wir jetzt zu einem Altersheim. Das kenne ich, das Altersheim ist direkt bei mir hier in der Umgebung. Und die können auf jeden Fall noch ein paar gebrauchen. Ich habe ja auch schon eben zu euch gesagt, wenn ihr noch irgendwen in Köln kennt oder irgendeine Einrichtung. Ich habe jetzt auch nicht so viele, wie gesagt, aber immer ein paar. Dann lasst mich das sehr, sehr gerne auf Insta wissen. Schreibt mir da einfach gerne, habt keine Scheu. Und das war's jetzt mit dem Video. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Und ich bin mal gespannt, wann die nächsten ankommen. Haut rein, Leute. Ciao.